dieser Wechsel von der Uni zur FH war am Anfang für mich so ein Ding, ich habe versagt. Für viele hat die FH irgendwie einen schlechteren Ruf als die Uni. Fast schon wie so eine Art Abschluss zweiter Klasse. Aber was für einen Abschluss brauche ich denn wirklich, um im Job richtig Karriere zu machen? Um das herauszufinden, bin ich heute auf einer Jobmesse. Ich selbst habe an der Uni Düsseldorf meinen Bachelor gemacht und auch viele meiner Freunde haben sich für eine Uni, das heißt gegen eine Fachhochschule, entschieden. Aber haben Uni-Absolventen wirklich immer bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder kann ich auch mit einem FH-Abschluss Karriere machen? Unternehmen sind hier am Start. Einige von ihnen werde ich gleich auf Karrierechancen mit einem FH-Abschluss ansprechen. Vorher möchte ich aber erstmal grob verstehen, wie unterscheiden sich Uni und FH überhaupt? Um davon eine Idee zu bekommen, gehe ich an die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen. Dort treffe ich mich mit Florian. Er hat sich auf einen Facebook-Aufruf von mir gemeldet. Florian hat zunächst 2 Jahre Wirtschaftswissenschaften an der Uni Hannover studiert. Dann entschloss er sich, das Studium abzubrechen und an eine Fachhochschule zu wechseln. Hier studiert er seit einigen Semestern BWL, auch wenn ihm der Wechsel nicht leicht gefallen ist. Es war damals ein Abstieg in Anführungsstrichen von der Uni zur FH. Aber es war und anfangs auch tierisch schwierig für mich, auch persönlich. Weil ich gesagt habe, okay, ich habe da versagt an dieser Stelle. Und da bin ich auch nochmal meinen Eltern sehr dankbar, dass die mir da tatsächlich, meiner Familie generell, auch mein Bruder, sehr dankbar, dass die dann gesagt haben, ey, pass auf, kein Problem, wir kriegen das schon irgendwie hin. Obwohl Flo die Uni nicht gepackt hat, ist er der Meinung, die Entscheidung, Uni oder FH, ist vom Typ abhängig. Also ich habe immer noch viele alte Freunde, also aus Hannover, die tatsächlich jetzt in den Big Four oder ja, also in den großen McKinsey, PwCs dieser Welt sind, untergekommen sind, Unternehmensberatung, Steuerberater, die in diese Richtung gegangen sind. Aber wenn es darum geht, dass man, also so wie ich wollte schon immer in die Wirtschaft, in die freie Wirtschaft, raus in die Welt, in ein Unternehmen und gucken, was man da verändern kann. Und das ist das, wo ich glaube, dass die FH einen besser an die Hand nimmt und sagt, so pass auf, das ist der Weg in die Wirtschaft. Wo sind denn aus deiner persönlichen Erfahrung die größten Unterschiede zwischen Fachhochschule und Universität? An der Uni in Hannover war es so, dass ich mit 700 Leuten, glaube ich, angefangen habe. Nee, doch, mit 700 Leuten angefangen habe, was ein immenser Berg einfach an Leuten war. Dieser Zugang zu den Professoren war einfach nicht so gegeben wie hier. Also hier habe ich schreibe immer noch mit einigen meiner Professoren hin und her. Wie geht's dir? Was machst du? Könnte ich da vielleicht noch mal was machen? Wie komme ich da? Das ist ein sehr persönliches Umfeld, vor allem wenn es in die Vertiefer geht, die wir jetzt haben. Ist das schon ein persönlicherer Umgang, also ja. Würdest du denn die Entscheidung, wie du sie damals getroffen hast, von der Uni an die FH zu wechseln, nochmal so treffen? Letztendlich war es ja der richtige Schritt und ich bin da, wo ich jetzt bin und habe meinen Weg gefunden, wie man dann sagen möchte. Also ich würde es definitiv wieder so machen, ja, klar. Hast du persönlich schon irgendwie einen Plan oder irgendwas in Aussicht, wie es dann nach dem Abschluss weitergehen soll für dich? Ja, also diese praktische Erfahrung hat mich jetzt dahin gebracht, dass ich einen Berufseinstieg gefunden habe, obwohl ich auch sagen, mein Bachelor nicht in der Tasche habe. Aber trotzdem hat das Unternehmen gesagt, gut, es fehlt nur noch die Bachelorarbeit, nehmen wir dich trotzdem. Über seinen Studentenjob ist Flo an eine feste Stelle gekommen. Das Gefühl, versagt zu haben, spielt für ihn keine Rolle mehr. Zurück zur Jobmesse in Düsseldorf. Was für Chancen haben FH-Absolventen wie Flo hier bei den Ausstellern? Einige wollen vor der Kamera nicht mit uns reden. Das hat nicht geklappt. Sollen wir es nochmal versuchen? Ja, wollen wir. Unterscheiden Sie bei der Einstellung grundsätzlich zwischen Uni und FH-Absolventen? Grundsätzlich unterscheiden wir da überhaupt nicht. Was von uns immer recht wichtig erscheint, ist eigentlich, dass derjenige auch vielleicht ein bisschen Praxiserfahrung schon mal irgendwo gesammelt hat. Egal, ob ich von der Uni komme oder ob ich von der FH komme. Ja, wir freuen uns auf motivierte Jungs und Mädels, die Lust haben, Gas zu geben. Wir haben kein festes Profil, dass wir sagen, wir brauchen den 5-Jahre-Plus-Bewerber, der am besten irgendwie 20 Jahre nur alt ist, studiert hat. Für uns ist ein Mix aus Drive, Schrägstrich Motivation entscheidend. Am wichtigsten ist der Skill, das Wissen, was sie mitbringen. Sie bringen Bachelor mit, ob der von der FH kommt oder von der Uni, da achte ich gar nicht drauf, das weiß ich meistens überhaupt gar nicht. Ja? Also nein. Und wenn ich dann erstmal im Job drin bin,
Macht es dann irgendeinen Unterschied, wie schnell ich oder wie weit ich im Unternehmen kommen kann, ob ich dann von der Uni oder von der FH komme? Auch hier ist der Abschluss noch weniger entscheidend, weil hier geht es wirklich darauf an, was für ein Typ sie sind. Es gibt die einen Menschen, die sind sehr umtriebig, sehr pushy, die wollen unbedingt weiterkommen. Der kommt auch weiter. Ob es jetzt die Uni ist, ob es die FH ist, jeder hat bei uns gleiche Einstiegsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten und dann liegt es halt wirklich an jedem persönlich, wo er dann schlussendlich mal bei uns landen kann. Bei uns ist wirklich entscheidend, wie ist deine Performance bei uns, wo willst du hin? Wenn gewisse Kriterien fehlen, sind wir immer zu bereit zu sagen, hey, pass auf, für den nächsten Step solltest du das mitbringen. Wir wollen dich dahin entwickeln. Aber bisher war es noch nie so, dass wir gesagt haben, du passt, aber du bringst das Stück Papier nicht mit. Hier auf der Messe ist natürlich nur eine kleine Auswahl von Unternehmen vertreten. Und ein paar besonders große Arbeitgeber wie Apple oder die Allianz zum Beispiel, die wollten uns vor der Kamera erst gar keine Fragen beantworten. Das habe ich mir aber ehrlich gesagt schon so ein bisschen gedacht. Deshalb habe ich, um einen etwas größeren Überblick zu bekommen, vor ein paar Tagen ein paar besonders beliebten Arbeitgebern schriftlich Fragen zukommen lassen. Und da will ich mir jetzt mal ansehen, was die so geantwortet haben. Diese Unternehmen habe ich angefragt. Jedem Unternehmen habe ich zu Beginn eine grundlegende Frage gestellt. Werden grundsätzlich auch FH-Absolventen eingestellt? Und die Antworten darauf waren ehrlich gesagt ziemlich eindeutig. Ja, ehrlich gesagt war ich ein bisschen überrascht, dass da die Rückmeldung wirklich so positiv war. Wobei, es gab auch ein Unternehmen, und zwar McKinsey, die ein bisschen zurückhaltender geantwortet haben. Und zwar sagten die, dass sie sich wirklich die Besten der Besten aussuchen können und das auch tun. Und dass im Job bei denen eher analytische Fähigkeiten gefragt sind, die tendenziell auch eher an einer Uni gelehrt werden als an einer FH und deswegen auch eher Uni-Absolventen bevorzugt werden. Was die Karrierepotenziale und Perspektiven betrifft, waren sich die Unternehmen aber wieder einig. Egal ob Uni oder FH. Am wichtigsten für die Karriere sind Persönlichkeit, praktische Erfahrung und die Leistung im Job. Und auch beim Einstiegsgehalt wird nicht zwischen den beiden Hochschulformen unterschieden. Angeblich. Aber gibt es da konkrete Zahlen oder Studien zu, die das belegen? Ich recherchiere weiter und stoße auf das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Das Zentrum befragt immer wieder Absolventen zu ihrem Werdegang und fertigt Langzeitstudien an. Über die möchte ich mehr erfahren. Also mache ich mich auf den Weg nach Hannover. Ach, da kommt er. Hallo, Herr Bredes. Grüß Sie, schön. Kolja Bredes ist Leiter des sogenannten Absolventenpanels. Von ihm möchte ich wissen, komme ich als FH-Absolvent wirklich fast an jeden Job? Also es gibt schon bestimmte Jobs, wo das in der Tendenz ein bisschen schwieriger ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Unis dann häufiger so forschungsorientiert sind, die Fachhochschulen ja doch ein bisschen stärker an der Praxis dran sind. Das gilt zum Beispiel für Ingenieure, wenn sie im Bereich Forschung, Entwicklung unterwegs sein möchten. Das sind dann Jobs, da braucht man dann doch eher den Universitätsabschluss. In den Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel wären das eher so strategische Aufgaben. Also wenn es ums operative Geschäft geht, dann sind da FH-Absolventen gerne genommen und gefragt, so auf der strategischen Ebene dann im Regelfall nicht so sehr. Wie ist es denn beispielsweise beim Einstiegsgehalt? Gibt es da irgendwelche konkreten Zahlen? Gibt es da große Unterschiede beispielsweise bei den beiden Hochschulformen? Die gibt es schon. Die sind natürlich teilweise durch die Fächer bedingt, aber nicht nur. Und was man sehr schön sehen kann, ist, FH-Absolventinnen und Absolventen verdienen in der ersten Zeit nach dem Studienabschluss im Regelfall etwas mehr. Also 33 versus 25.000 Euro sind da das Jahreseinkommen. 5 Jahre nach dem Abschluss liegen die da ungefähr gleich auf mit jeweils 42.000. Und wenn man nochmal 5 Jahre später schaut, haben die Universitätsabsolventinnen und Absolventen auf einmal diejenigen mit einem FH-Abschluss überholt. Dann sind es rund 59.000 versus 55.000. Das ist ja erstmal wahrscheinlich eine etwas, finde ich jetzt persönlich, überraschende Entwicklung. Wie ist die zu begründen? Also ein wichtiger Grund dafür ist zum Beispiel, dass Universitätsabsolventinnen und Absolventen erstmal noch sich weiter qualifizieren, im Regelfall durch eine Promotion. Das ist dann zum Beispiel auch häufig mit Gehaltsstrukturen des öffentlichen Dienstes verbunden, der nicht so gut bezahlt wie die private Wirtschaft. Und wenn sie dann irgendwann wechseln, dann überholen sie die FH-Absolventen. Wenn man das jetzt wirklich alles am Ende mal betrachtet, kann ich mit einem FH-Abschluss genauso Karriere machen wie mit einem Uni-Abschluss? Ja, sicherlich. Also am Ende zählt schon ganz viel auch, wie bewähre ich mich hinterher im Berufsalltag, wie mache ich mich dort, komme ich halt gut an in der Firma, bringe ich bestimmte Leistungen, die vielleicht dann wichtig sind für den Aufstieg. Da ist ein FH-Abschluss nicht per se quasi ein Karrierekiller.
Für mich ist durch die Gespräche klar geworden, wenn es um die Karriere geht, achten die Unternehmen auf ganz andere Dinge als auf die Hochschulformen der Absolventen. Was sind denn eure Erfahrungen? Schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten war es von mir und wir sehen uns.